der Schaumküsse auch so wie wir? Dann habe ich heute genau das richtige Rezept für euch. Bei mir gibt es nämlich Schaumküsse, aber nicht in der klassischen Variante, sondern in der weihnachtlichen Variante. Wir stecken mitten in der Vorweihnachtszeit und deswegen habe ich heute Spekulatius-Schaumküsse für euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr natürlich bei mir eingeschaltet habt. Ja, Spekulatius-Schaumküsse mit Spekulatius-Gewürz, einer Prise Zimt und einer Note Honig. Super, super lecker. Probiert sie mal aus. Ich garantiere euch, sie sind wirklich nicht schwer herzustellen, aber dafür richtig, richtig lecker. Wir starten auch direkt los mit den Zutaten. Ihr benötigt große Waffelblätter. Diese gibt es mittlerweile schon in gut sortierten Supermärkten. Davon benötigen wir 1,5 Stück. Außerdem benötigt ihr insgesamt 125 Gramm Zucker, die ich schon in 100 Gramm und 25 Gramm getrennt habe. Des Weiteren benötigt ihr ein Päckchen Vanillezucker, 2 Blatt Gelatine, 25 Milliliter Wasser, 3 Eiweiße der Größe M, einen gestrichenen Teelöffel Spekulatiusgewürz, einen Viertel Teelöffel Zimt, eine Prise Salz und einen Teelöffel Honig. Für den Überzug benötigt ihr 400 Gramm Zartbitterkuvertüre, 2 Teelöffel Kokosfett und Deko eurer Wahl. Ich verwende diese Mini-Zuckerperlenmischung aus meinem Online-Shop. Zunächst werden die Waffeln ausgestochen. Dazu nehmt ihr euch einen Ausstecher mit einem Durchmesser von 4 cm. Ich habe leider nur diesen Kunststoffausstecher, damit ging es ein bisschen schwieriger. Also wenn ihr einen Metallausstecher habt, das geht deutlich besser. Deswegen, weil es etwas schwieriger war, habe ich ein Handtuch dazwischen genommen, weil es hat doch schon ein wenig an den Händen wehgetan. Nichtsdestotrotz hat es aber wirklich super funktioniert. Anschließend wird die Gelatine in kaltem Wasser für 10 Minuten eingeweicht. In einen kleinen Kochtopf gebe ich die 100 Gramm Zucker, den Honig und das Wasser. Gebe ein Thermometer hinein und lasse den Zuckersirup auf 120 Grad erhitzen. Ist dies geschehen, nehme ich den Topf vom Herd und stelle ihn kurz auf die Seite. In eine saubere und fettfreie Schüssel gebe ich die Eiweiße mit dem Salz, schlage sie kurz schaumig auf, bevor ich die 25 Gramm Zucker und den Vanillezucker langsam einrieseln lasse. Etwa 2 Minuten muss die Eiweißmasse nun steif schlagen und anschließend wird bei kleiner Geschwindigkeit der Küchenmaschine langsam der Zuckersirup dazugegeben. Durch den heißen Zuckersirup wird die Eiweißmasse nun warm. Diese muss nun kalt geschlagen werden. Ich fühle immer mal mit den Händen, ob der Topf schon kühler ist. Und wenn dies geschehen ist, nehme ich die Gelatine aus dem Wasser, drücke sie grob aus, schmelze sie bei kleiner Wattzahl in der Mikrowelle und gebe die aufgelöste Gelatine schließlich in die Eiweißmasse hinein. Die Gewürze werden natürlich auch noch dazugegeben und eingerührt. Die Eiweißmasse habe ich in einen Spritzbeutel mit großer Sternthülle gegeben und spritze nun damit kleine Tannenbäumchen auf die zuvor ausgestochenen Waffeln. Dazu setze ich den Spritzbeutel senkrecht über dem Waffelblatt an, spritze ein Häufchen auf, nehme den Druck weg, ziehe den Spritzbeutel ein wenig nach oben und wiederhole das Ganze, nach oben hin kleiner werdend, noch zweimal. Die Tannenbäumchen sollten nun erstmal für 1,5 bis 2 Stunden im Kühlschrank fest werden. Ist dies geschehen, wird die Kuvertüre fein gehackt.
Zwei Drittel davon gebe ich in eine Schüssel über ein Wasserbad, gebe das Kokosfett noch dazu und lasse die Schokolade bei kleiner Hitze über dem Wasserdampf schmelzen. Damit die Kuvertüre nicht grau wird, muss sie temperiert werden. Ein lehrreiches Video empfehle ich euch von meiner lieben YouTube-Kollegin und Freundin, der Kuchenfee Lisa. Ich verlinke euch dieses hier oben mal in der Infocard. Schaut euch dieses auf jeden Fall an. Zur warmen geschmolzenen Kuvertüre habe ich schließlich das zurückgehaltene Drittel noch dazugegeben, lasse das Ganze darin schmelzen und anschließend können die Schaumküsse mit der temperierten Schokolade überzogen werden. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch das mit der Kuvertüre auch etwas einfacher machen. Verwendet statt Kuvertüre fertige Kuchenglasur. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicolszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben auf dem i in der Infocard und natürlich, ihr findet ihn auch verlinkt hier unter dem Video in der Infobox. Schaut ruhig mal auf meinem Blog vorbei, denn nicht nur Schaumküsse gibt es dort, dort gibt es ganz, ganz viele andere Rezepte. Da werdet ihr mit Sicherheit auch mit ganz vielen anderen Leckereien fündig. Eine weihnachtliche Playlist hier auf meinem YouTube-Kanal verlinke ich euch jetzt mal hier. Falls ihr noch auf der Suche nach einem anderen Rezept seid, schaut doch auch dort einmal vorbei. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche, einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.